Lena Meyer-Landrut, Herz kurz stehen neuer Post begeistert Fans. Lena Meyer-Landrut, 31, steht wieder im Studio und lässt ihre Fans daran teilhaben. Die Sängerin grüßt von ihrem kreativen Rückzugsort und entzückt ihre FollowerInnen. Noch hat sie ein neues Album noch nicht offiziell angekündigt, aber es scheint, als sei die ESC-Gewinnerin von 2010 wieder voll in ihrem Element. Für dieses geheimnisvolle Update fliegen ihr die Herzen förmlich zu, oder geraten sogar ins Stocken. In Jeans und weißem Cropshirt steht sie an einem Mikrofon und strahlt bis über beide Ohren. Ein erster Hinweis auf brandneue Musik aus ihrer Feder? Die User können es kaum fassen, freuen uns so auf alles. Was kommt, Leni? Freut sich eine Userin. Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Meldet sich eine weitere in spürbar aufgeregter Schockstarre ob der Verheißung auf das, was da kommen mag. Bin so auf das neue Album gespannt, wagt sich eine weitere Followerin bereits an vorauseilende Tatsachenbildung. Und eine andere schwärmt, so cool dich so und alles im Hintergrund zu sehen. Wenn eine einzigartige Musikerin wieder an einem Album arbeitet. Mit dem Anspruch, total unterschiedliche Songs darauf zu vereinen. Freue mich darauf. Bleibt in erwartungsfroher Hoffnung nur noch, diesem Statement Raum zu geben, liebe dein Lächeln. Geht uns genauso. Tom Kaulitz als Stiefvater? Scheint für Familie Klum kein Problem zu sein. Immer wieder betonen Heidi und Tom, wie gut sie als Patchwork-Familie funktionieren. Es gibt jedoch eine Sache, die die vier Kids von Heidi an Tom ziemlich zu stören scheint. Die Kinder denken immer, dass mein Deutsch nicht gut ist. Dabei ist mein Deutsch exzellent. Komma, erzählt Tom seinem Bruder Bill in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts. Kritik, die Bill nicht nachvollziehen kann, woher wollen die das wissen? Die sprechen doch alle kein Deutsch. Komma, witzelt der Sänger von Tokyo Hotel schlagfertig. Doch wie kommt es zu diesem witzigen Seitenhieb der Kinder? Tom selbst vermutet, es könne daran liegen, dass er manchmal nuschle. Stressen lässt er sich davon jedoch nicht. Die sprechen nicht besonders gut Deutsch. Komma, kontert er selbstbewusst. Amira Pocher, 30, und Oliver Pocher, 45, urlauben gerade auf Bali und lassen es sich gut gehen. Das merkt man auch der sonnengebräunten Haut an, die die Moderatorin auf Instagram ihren FollowerInnen präsentierte. Doch nicht nur ihre eigene Bräune stand in ihrer Instagram-Story im Mittelpunkt. Denn auf dem Schnappschuss macht sie einen Bräunevergleich mit einem ihrer Söhne. Haut an Haut mit Mama, das ist doch einfach das Schönste. Und der Junge kann offenbar mithalten. Ganz die Mama, schreibt die Podcasterin zu dem Bild. Mehr als ein bisschen Haut wird man von den Kindern von Amira Pocher auf Instagram sicherlich nicht zu sehen bekommen. Hält sie doch ihre zwei Söhne, deren Namen noch nicht mal bekannt sind, strikt aus den sozialen Medien heraus. Sie traut sich nicht mal, auf den Spielplatz zu gehen und meidet sogar das Kinderparadies, um neugierigen Blicken von Fans und deren Handyfotos zu entkommen. Annemarie, 45, und Wayne Carpendale, 45, sind seit fast 10 Jahren glücklich verheiratet und Eltern eines Sohnes. Dennoch hat das Traumpaar eine ungewöhnliche Vereinbarung getroffen, die überrascht, es handelt sich dabei sozusagen um einen Freifahrtschein fürs Fremdgehen. Ich darf mir einen Superstar aussuchen, mit dem ich fremdgehen dürfte, ohne dass mein Partner sauer ist. Erläutert Wayne im Interview mit Prominent-Moderatorin Laura Dahm. Und bei wem würden die beiden nicht Nein sagen? Anne hat Aston Kutscher auf ihre Liste gesetzt. Ich habe mich für Cameron Diaz entschieden, verrät er. Als Laura Dahm wissen will, ob er es wirklich durchziehen würde, stünde die Hollywood-Schauspielerin plötzlich vor ihm. Stellt er lachend klar, aus Prinzip. Im Endeffekt gehe es aber einfach darum, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, räumt er dann ein. Ich finde, das tut einer Beziehung ganz gut. Auch mal über so eine Möglichkeit zu reden. Das muss ja nicht passieren, aber einfach
dass man sowas auch in Erwägung zieht. Das gibt auch ein bisschen Freiheit. Und wir wissen beide wahrscheinlich sehr genau, dass Anne nicht mit Aston Kutcher fremdgehen wird und ich nicht mit Cameron Diaz. Anführungszeichen. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Verwendete Quelle: fipde, Instagram.com